Wow! Schön, dass ihr alle da seid! Oh, wow! Bist du da oben? Oh, wow! Wie geht's euch? Ich hoffe gut! Oh mein Gott, es ist 2020, knapp 2 Monate vorbei und ich habe das Gefühl, ich brauche schon Therapie, mein Gott! Der Trump hat fast Krieg angefangen mit Iran. Australien hat brennt und wir haben eine Krankheit, die sich schneller verbreitet als Chlamydien. Mein Gott! Nein, sag doch, wenn es so weitergeht, ich gehe zurück nach Afrika. Ich weiß nicht, was ihr macht. Okay. Ihr könnt gerne mitkommen, wenn ihr wollt. Also, weißt du? Ich habe einen Cousin in Afrika, der gefälschte Pässe verkauft. Nein, hör auf. Ach so. Normalerweise sollte man sich ja am Anfang vorstellen. Das würde ich jetzt gerne machen. Mein Name ist Charles Nguyen. Ich bin in Kongo geboren, Südafrika gross geworden. Und seit 2003 wohnen wir in der Schweiz. Und nochmal etwas Spezielles. Seit 4 Monaten bin ich 30. Ja. Ganz ehrlich, ich find im Fall älter werden gar nicht so schlimm. Nein, wirklich nicht, weil meine Mom sagt, wir Afrikaner, wir altern wie Bananen. Ja, wenn du uns anschaust, sind wir mega lang gut. Komm, schaust weg, schaust wieder, denkst du, oh weh, was ist mit dem? Die war mal gut. Aber bei mir gesehen ist alles noch gut, Black don't crack. Aber nochmal etwas Spezielles, ja? Als Aargauer wohne ich in Zürich. Ich weiß, ich sag's euch, seit ich in Zürich wohne, habe ich mit Vorurteilen zu kämpfen, wo ich im Kanton Aargau nie kann. Nein, ich sag's euch, kürzlich kommt der Zürcher zu mir, letztes Jahr, kommt er zu mir und meint dann, ihr Afrikaner sind mega abergläubisch, gell? Was? So, wir sind abergläubisch? In Zürcher haben 16 Leute! Das ist Voodoo, okay? Ich erzähle euch mal, wie ein afrikanischer Aargauer das sieht, okay? Die stapeln Holz aufeinander. Und obendrauf kommt der weiße Puppe! Und die nennen es Böck. Und dann zünden die das Ganze an. Und dann kommen die Männer auf Pferde. Und reiten drumherum. Und je nachdem, wie schnell es explodiert, sagen die, das sind wir gut. Das ist Voodoo auf kantonaler Ebene, okay? Wir erzählen. Wir sind aber gut. Nein! Mehr! Aber, danke vielmals. Aber ich frage mich so oder so, warum spielt es überhaupt eine grosse Rolle, woher ein Mensch kommt? Weißt du, bei gewissen Sachen, schon bei kleinen Sachen. Wenn ich jetzt einen Brasilianer kennenlerne, ist klar, weil ich weiß, hey, kannst du tanzen, hey, la vida loca, Klar. Aber für kleine Sachen finde ich, das sorgt immer für Missverständnisse. Weil, wenn mich jetzt jemand in Zürich fragt, Charlie, wie ist es so von dort, wo du herkommst? Ich denke normalerweise an Lenzburg. Die Leute denken da völlig etwas anderes. Und das Gespräch wird auch dementsprechend komisch. Wie dann stehen sie vor mir her und meinen so, Charlie, wie ist es so von dort, wo du herkommst? Sagen ja, wir haben den Fluss. Schneit mega viel im Winter. Was, es schneit bei euch? So, ja, nimm den Zug, in 20 Minuten bist du dort. Das geht der Zug nach Afrika? Das sind von den gleichen Leuten, die mich das da fragen. So, in dem Fall kannst du Afrikanisch. Und dann sage ich immer zurück, nein, aber kannst du Europäisch? Was ist das für dumme, wirklich? Nein.
Für die, die das jetzt nicht verstanden haben. Afrikanisch ist keine Sprache, gell? Nein. Aber wie ihr merkt, ich interessiere mich sehr für Kultur und Sprache. Und als Komiker musst du auch wissen, was wird uns als nächstes bewegen. Unsere Gesellschaft. Und es gibt ein Land, das uns beeinflusst seit Jahren. Zum Teil verstehe ich es, zum Teil auch nicht. Das sind die Amerikaner. Ich meine, wie gesagt, ich verstehe es, aber zum Teil auch nicht. Ich meine, das Land ist aufgebaut worden von Migranten. Unter anderem aus Schweizer. Ja. Ja. Haben Sie gewusst, vor ein paar hundert Jahren, die Bürger, die die Schweizer nicht mehr wollen, haben sie dann einfach das Billett gegeben und gesagt, hey, geht in die USA, fängt das neues Leben an. Und die sind nicht die Besten von den Besten, die die Schweizer darüber geschickt hat. Kein Wunder, haben sie all die Indianer rumgebracht. Die haben sehr wahrscheinlich gedacht, das sind welche. Also weißt du, es ist keine Ahnung, was die keine Ahnung hat. Es sind nicht die Besten von den Besten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir gewisse Sachen von den Amerikanern noch nicht übernommen haben. Wenn ich Fernsehen schaue, zum Teil rege ich mich auf, weil ich mich frage, für wie dumm halten die uns? Die geben 300 Millionen aus für Serien und Filme. Und Sachen, die wir alle machen, können sie nicht nochmal zeigen. Wie zum Beispiel, wie Menschen miteinander telefonieren. Habt ihr schon mal CSI Miami, New York gesehen? Wie sie miteinander telefonieren. Kein Mensch telefoniert so. So ist der eine Leute der andere und meint, John, wo bist du? Dann sagt der John, 24. Straße, boom, und hängt ab. Was? Niemand? Nein. Hier in der Schweiz würde das nicht gehen. Stellt euch vor, ein Serie aus dem Wallis. Und es heisst CSI Helvetia. Und der Hans ruft den Rudi an. Zuerst mal, wenn der Rudi abnimmt, sagt der Hans das, was wir alle in der Schweiz sagen. Wenn die andere Person abnimmt, zuerst macht trrr, trrr, der Rudi nimmt auf, kkk, sagt der Hans, störe ich gerade. Stimmt's nicht? Gehst du es nicht? Hast du noch 5 Minuten? Ich kann schon später anrufen, gell? Dann kommt endlich zu der Frage. Rudi, wo bist du? Dann sagt der Rudi, im Ochsen, boom, und hängt ab. Der Hans will gerade zurück anrufen. Ja, welcher Ochsen? Weißt du, wir haben mega viel. Und dann, wenn sie abhängen, sie würden nicht so wie die Amerikaner abhängen. Da in der Schweiz, der Durchschnitt über 50 braucht 20 Sekunden zum Tschüss sagen. Ich weiss nicht, warum ihr so lange braucht. Zwischen der Hand sagt der Rudi Tschüss und du hörst 20 Sekunden lang Tschüss, ciao, wieder schauen, Ade, hoi, Tschüss, ciao, du bist noch dran, Tschüss, ciao, wieder schauen, hängt einfach ab! Hast du nicht verstanden? Warum sagen die Leute «Hoi», wenn sie «Tschüss» sagen wollen? Verstehst du das nicht? Nein. Und zum Beispiel Liebesfilme. Oh, oh. Ich und Ex-Freundin, wir haben nie zusammen Liebesfilme schauen können, weil ich finde die unlogisch. Sehr unlogisch. Ich meine, ich bin nicht gerade ein Porno gesehen. Aber etwas realistisch. Zum Beispiel, du siehst immer in diesen Filmen, eine Frau steht im Badezimmer vor dem Spiegel, schminkt sich. Der Mann kommt rein, umarmt sie von hinten, küsst sie, sie gehen zusammen in der Dusche, er lässt das Wasser an, Scheiben laufen da. Mach das mal im wahren Leben. Kommt überhaupt nicht so raus. Sie steht dort drin, du kommst rein, umarmt sie von hinten, ihr geht unter die Dusche, du lässt das Wasser an. Das Erste, was sie beide sagt, ist, kalt, warte, gehst du jetzt, schau, ich muss schnell, ja. Wie ist es heiss, warte, mach schnell Platz, Schätze. Es geht nicht. Ah, die Liebesszene im Bett, ich will nicht ein Porno haben, etwas, wo es allen schon mal passiert ist. Ich meine, zum Beispiel, du siehst in diesen Filmen, ein Mann und eine Frau, die liegen im Bett, die lieben sich, alles mega leidenschaftlich.
da muss ich noch üben, wirklich. Es ist echt. Und jetzt muss ich noch mal reinkommen. Die lieben sich. Alles mega leidenschaftlich. Und dann dreht sich der Mann um, wenn sie fertig sind. Und er schwitzt nicht, Mann! Obwohl du weißt, er hat gerade Huren müssen arbeiten, gell? Dann dreht sich die Frau zu ihm um, küsst ihn und sagt: Schatz, das war schön. Und dann schlafen sie. Irgendwann habe ich sie angeschaut und denke, ich möchte nicht unanständig sein, aber muss ich nie irgendjemanden putzen nachher? Ich meine, für das Geld, nein, nie. Wer putzt sich nach dem Sex nicht? Walliser, was soll das? Ja, kann. Nein. Wenn sie schon so etwas machen, können sie doch etwas zeigen, was uns allen schon mal passiert ist. Ich meine, wir haben uns sicher schon geliebt. Dann sagen wir, der Mann ist oben. Und dann sind wir fertig. Und dann macht er. Schatz, ich komme am Türchen nicht her, kommst du? Ja, irgendwo meine Socken abzogen. Okay, du schnell das Bein damit, mir rollt auf drei. Schatz, mach schneller, wird kleiner, er geht raus! Schatz, er geht raus! Eins, zwei, drei. Ah, oh, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Weißt du, ich meine, einmal möchte ich das sehen, sorry. Es wird stimmen. Es wäre logisch. Das wäre logisch. Nein, aber ich muss schon ehrlich sagen, etwas, wo ich schon froh bin, wo man auch noch nicht übernommen ist, so wie die Amerikaner schwätzen. Aber gewisse Sachen könnte man schon übernehmen. Wie zum Beispiel, ich habe mir Mühe gegeben, Küchenkästchen zu lernen. Deswegen finde ich gewisse englische Ausdrücke oder Wörter oder Sätze, die wir im Alltag brauchen, dass wir die auch richtig sagen. Vor allem unsere Politiker, mein Gott. Zum Beispiel das Wort Land können die meisten auf Englisch nicht sagen. Es heisst Country. Der Durchschnitt in der Schweiz sagt Country. Das ist herzig. Der einzige Mensch, der Göntri so sagen darf, sagen, sind Fußballtrainer. Okay, Göntri! Ich bin im Zug, gell? Ein Herr ist am Telefon, berührt den Bildschirm, seine Lautsprecher werden aktiviert, dann schreit das Telefon rein: Schatz! Du musst ein bisschen leiser reden, ich bin aus Zötschcreme gekommen. Ich denke, nein, sorry, nein. Entweder sagst du Touchscreen oder Touchcreme, aber nicht alles falsch, okay? Du kannst nicht. Nein. Ich stehe vor dem Starbucks. Zwei Herren sind vorne dran, der sagt der eine zum anderen: Gehen wir jetzt in Starbucks! Zicka! Die gleichen Herren sind drin. Dann sagt der eine zum anderen: Ja, was wollen wir denn bestellen? Dann sagt der andere: Wenn wir Kaffee Takeaway nehmen, dann können wir gerade gehen. Dann sagt der andere: Du bist zum ersten Mal da, gell? Lass, ich gehe für euch bestellen. Warte einen Moment. Entschuldigung, wir hätten gerne zwei Kaffee Togo. Danke für mal. Ich weiß, es geht ein Zeitchen, bis ich das sage. Ich weiß. Weil ich war auch so verwirrt, ich bin im Starbucks gestanden. Ich habe mich gefreut, weil ich dachte, hey, es gibt neuerdings Kaffee aus Afrika. Bis ich checke, es ist ein Kaffee to go. Also weißt du, gebt euch Mühe. Und warum ist überhaupt Küchenkästchen der schweizweit anerkannte Sprache für Ausländer? Warum? Warum ist es nicht Käsküchli? Mein Käsküchli kommt doch häufiger vor, oder nicht? Die einzigen Menschen, die Küchenkästchen brauchen würden, sind IKEA-Verkäufer. Und dort innen heisst nicht mal Küchenkästchen oder Küchenschrank, es heisst Method. Und jetzt kommt das nächste Problem für Ausländer: Ist es der, die oder das Method? Das habe ich mal an einer Show gefragt und von ganz weit hinten schreit der ältere Herr, er steht auf und schreit selbstbewusst vor: Bruder!
Mach's nicht kompliziert, alles dem. Sie war wahrscheinlich ein Ausländer. Sie war wahrscheinlich ein Ausländer. Aber Deutsch ist mega interessant. Ich finde die Sprache allgemein extrem interessant. Deutsch. Es ist so unlogisch zum Teil. Wenn du eine andere Sprache zuerst gelernt hast, erst dann merkst du, wie unlogisch Deutsch eigentlich ist. Wirklich, es ist wirklich so. Zum Beispiel mit den Zeiten. 13, 30. Auf Englisch sagst du 1:30. Die Zeit, wo ist. Auf Deutsch sagst du 2:30. Die Zeit, wo kommt. Wisst ihr, wie viel Mal ich eine Stunde spät in die Schule gekommen bin wegen dem? Und Deutsch ist auch sehr genau. Wenn du ein Wort sagst, den Anfangsbuchstaben und den Schlussbuchstaben musst du sagen. Wirklich, dass wir deswegen haben, so viel Portugiesisch das Problem mit habe, weil H sprichst du nicht aus auf Portugiesisch. Deswegen sagen viele, ich habe. Und mein Nachname ist so, dass der erste Buchstabe ist lautlos. Charles Nguela. Die meisten sagen Charles Ninguela. oder im Militär, mein Kadi, der war nicht normal. Die Sachen, die er gesagt hat, bei der nachtübigen Stimme dort meinte er, Sie haben Güla! Schnurre zu! Das ist die perfekte Tarnung! Nein, was? Nicht nur, dass es mega frech ist. Er hat meinen Namen falsch gesagt. Da wollte ich ihn korrigieren. So, hey, ja, es ist Nguela. N-G-U-E-L-A. Er schreit mir zurück. Schnurr zu! Ich habe gemeint, alle Türken haben den Ü im Namen. Was? Ich habe nicht mal ein Augenbrauen. Wie kommt auf so etwas? Ja, keine Ahnung. Und dann hat er etwas gesagt. Ein Spruch, den ich in der Schweiz immer wieder gehört habe, mittlerweile nicht mehr. Und ich sage es immer wieder, bis ich es nicht mehr höre. Und der Spruch ist unlogisch. Wie nach der Nachtübungen stehen wir dort und ich meinte, Mädels, wir rennen jetzt alle zurück. Und der Letzte, der ankommt, zahlt alle eine Runde. Und ist der Neger. Der ist Liebe Leute, warum das so unlogisch ist? Der Letzte ist der Neger. Bitte sagt mir, wo in der Geschichte der Menschheit haben eine Gruppe von Leuten gesehen rennen und der Neger ist der Letzte gesehen. Wo? Geht's nicht? Geht's nicht? Aber bitte, Leute sagen, mein Nachname ist komisch. Maxi, mir ist einfach aufgefallen, desto schräger das ein Nachname ist bei den Schweizer, desto eher ist es, dass die Person Lehrer oder Lehrerin wird. Ich weiß nicht, warum. Ich denke nur, ihr könnt es googeln, www.ksb.ch. Ich bin Ara in der Schule. Der Wechlehrer heisst Herr Hamburger! Und er war Wege. Ich meine, komm schon, du kannst nicht so heiss und Wege sein. Turnlehrer Herr Klingenfuss. Jedes Mal, wenn er reinkommt, ist, ja, guten Morgen miteinander. So, ja, haben Sie gehört, komm, hallo. Ja, so. Du kannst nicht so einen Namen haben, Lehrer sein. Deutschlehrerin Frau Bachhofer. Es klingt nicht so lustig, aber immer wenn ich in die Schulzimmer reingelaufen bin, habe ich immer geschrieben, Sie Frau Bachhofer, wo ist der Hamburger? Das klappt so. Mega kritisch. Ich war mega kindisch. Und ich habe Angst, Kind zu bekommen. Ich bewundere die Leute, die einfach das Kind. Einfach gemacht. Ich bewundere euch, weil ich habe Angst, Kind zu bekommen. So viel Verantwortung. Und warum ich auch so Angst habe, ist, ich habe vier Geschwister.
Wenn ich darüber nachdenke, was wir uns alles gegenseitig angetan haben. Wenn ich so Kind hätte, ich könnte nicht mehr schlafen. Sobald es ruhig wäre, was macht ihr da drin? Hör auf! Ich denke, zum Beispiel, ich kann euch Beispiele machen, warum ich Angst habe. Ich, mein Bruder und mein Onkel waren in der Garage. Wir haben einen Hund gekauft und mein Onkel hat gemeint, hey, bau mir ein Häuschen. Und dann hat er seine Nagelpistole mitgenommen. Ja, ich weiß, fährt schon gut an, gell? Wir sind am Arbeiten, machst dann legt er die Pistole am Boden und läuft raus. Und erst beim Eingang sagt er zu einem 8- und einem 12-Jährigen, langet nicht an! Komm, ich schütte aus, was macht mein Bruder? Ich wette, das kann ich ja. Ich so, ja, er hat gesagt, langet nicht an. Was machen unsere Geschwister immer, um uns zu testen? Oh, hast du Angst, hä? Hast du Schiss, hä? Hast du? Und ich war der Jüngste, ich musste immer beweisen, dass ich keine Angst habe. Ich so, gib mir den Stück Holz! Ich war bereit. Dann habe ich das Stück Holz. Mein Bruder schiesst, ich sehe den Nagel raus und denke, Dann schaue ich rüber und denke, warum schaut der Nagel da raus? Die Stücke, die wir vorher gebraucht haben, waren so dick. Das, was ich in der Hand hatte, war so dünn. Ich will meinem Bruder gerade sagen, hey, schiess nicht. Er schiesst, der Nagel geht durch, trifft meinen Bauch, es wird heiß. Du spürst nichts mehr, deine Beine fallen einfach zusammen. Ich klappe einfach zusammen am Boden. Und das, was mein Bruder als nächstes gemacht hat, das jagt mich ein, Kind zu bekommen. Weil er hat Big Brother First Aid geleistet. Weil ich lege dort am Boden, mein Bruder läuft nachher auf mich zu, kommt nachher, bückt sich, fährt mir vor streicheln. Und dann sagt er, sagst du Mami nicht, gell? Sagst du. Sagst du Mami. Sagst du Mami. Wieso, ich bin am Sterben? Nein! Was ich auch Angst habe, ist, was zum Teil stellen die Kinder so gescheite Fragen, du stehst so dumm dort. Seine kleine Tochter, die ist mega gescheit. Es wundert mich, dass es überhaupt sein Kind ist. Wirklich, das sind wir. Sie kommt zu mir, wir sind am Start, und meint sie, Onkel Charlie, warum gibt es überhaupt Miss Universe? So, was? So, Miss Universe, ein Schönheitswettbewerb? So, warum fragst du? Dann meint sie, es macht sowieso nur ein Planet mit. So. Mein Bruder hat es so lustig gefunden. vor allem der Mensch. Das Schlimmste, was er je angestellt hat. Okay? Meine Mama hat Wasser gekocht, dann schreit sie durch die ganze Wohnung. Kann mir bitte etwas Wasser holen? Und was ich immer sehr gerne gemacht habe, ist, ich bin in die Küche reingerannt und bin geslidet. Aber an dem Tag war meine Schwester schon drin. Ich renne, slide, treffe meine Schwester und da sieht man es nicht mehr, nur noch da, sieht man überall da verbrennt. Ich bin am Schreien gewesen. Meine Mama rennt in die Küche, packt mich, rennt mit mir ins Badzimmer, setzt mich in die Badwanne, rennt raus und schreit meine zwei Schwestern an. Holt alle Tücher! Holt alle Tücher! Meine zwei Brüder stehen dort vor mir und machen nichts! Und der Älteste heisst Emi, der zweite Älteste heisst ich. Der schaut Emi zum Ig über und sagt, hey, ich habe im Fall Doku geschaut. Hast du gewusst, wenn du dich verbrennst und du darauf pinkelst, dass es hilft? Fazit. Meine Mom macht die Tür auf. Siehst die zwei Söhne so? Der eine sieht meine Mom nicht und schreit instinktiv, Urin hilft! Und der andere sagt, meine Mama auch nicht, bückt sich zu mir ab und meint, sagst du Mami nicht, gell? Sagst du Mami nicht? Sagst du Mami nicht? Nein. Es gibt vieles, was ich nicht verstehe. So wie jeder andere Mensch. Wie zum Beispiel wie bei allem Respekt. Warum ist es so, dass wenn jemand bei allem Respekt sagt, das Nächste, was die Person wird sagen, ist sehr wahrscheinlich mega respektlos. Ich finde das so komisch. Ich habe das früher getestet, ich mache es nicht mehr. Ich habe eine Dame aus dem Publikum rausgesucht, einfach zum Testen. Sagen sie, Entschuldigung, aber bei allem Respekt. Sind die echt? Ich weiß.
weiss, alle haben ihre Brüste angeschaut, dabei habe ich ihre Augenbrauen gemeint. Seht ihr, ihr alle zusammen habt an irgendetwas Schlechtes gedacht. Deswegen finde ich, bei allem Respekt sollte man brauchen, wenn man über etwas redet, das einem nervt, oder wenn man etwas hinterfragt. Seit ich in Zürich wohne, habe ich genug, wo ich muss hinterfragen. Zum Beispiel im Winter. Bei allem Respekt. Warum kaufen gewisse Leute in Zürich im Winter für 500 Franken Jeans, die schon zerrissen sind? Was soll das? Was soll das? Im Winter? So Hosen im Winter zu kaufen, ist wie wenn ich ein Auto kaufe und der Verkäufer fragt mich, oh, Herr Guilo, wie finden Sie das Auto? Dann mache ich, komm schon, Benrit, komm schon. Kannst du mir bitte die Frontscheibe wegnehmen? Ich bin windresistent. Weißt du, ich meine, das machst du auch nicht. Am meisten nervt es mich, wenn Afrikaner so Jeans anhaben. Ich habe einen Kollegen, der Muati aus Kenia, kommt zu mir heim, und ich zu Jeans sage, ein riesen Riss, du hast sogar seine Tasche gesehen. Und dann ist er bei mir, sind wir am Quatschen, und am Ende des Gesprächs will er mich umarmen. Lauft auf mich zu, dann macht er, hey, tschüss, gell? Tschüss, ho! Hey, lass, ich habe nicht keinen Körperkontakt, aber dein rechte Ei schaut raus, kannst du nicht irgendwie... Ja, fahrt. Ich verstehe es nicht. Bei allem Respekt, Männer, die den ganzen Sommer lang Sandalen anlegen und ihre Fußnägel nicht schneiden, sind Arschlöcher. Das ist grusig, das will ich nie mehr sehen. Das ist grusig. Das ist grusig. Wer will das sehen? Nein. Bitte, die ganze Familie, der Body, haben Angst, wie sie das Gefühl haben, ein Tiger mit Flipflops und Afri umeinander. Und so. Aber wer? Es gibt immer die Männer, die eine Ecke scharf und kantig ist, unpflegt und bist am Schwimmen und dann schwimmt er dir vorbei und dann spürst du es am Rücken. Nein. Ist grusig. Schneide den Scheiß, bitte. Bei allem Respekt, liebe minimal pigmentierte. Hört auf, im Sommer Afrikaner zu fragen, ob man Sonnenbrand bekommt. Ja! Du gehst auch nicht zu dicken Leuten im Winter und sagst, ey, hast du warm? Mach schau nicht! Schau nicht! Sind wir ehrlich, bei allem Respekt, nicht alle Babys sind süß. Jeder Mensch ist auf seine eigene Art und Weise mega schön, aber als Baby. Weil ihre Kollegin, der Sohn, ist auf die Welt gekommen, sie ladet uns zu ihr heim und sagt: Hey, ich möchte euch meinen Sohn vorstellen. Am Samstagnachmittag. Ich war schon hässlich, weil ich denke, also wenn ich jetzt dort reinlaufe und wieder raus, weiss er eh nicht, dass ich dort war. Warum muss ich meinen Samstag? Ich meine, können wir nicht nach 3 Jahren? Egal. Dann stehen wir dort. Und ihr wisst, wie frisch geborene Babys aussehen, oder? Ich sage, die Fingerspitzen sind noch blau. Die Augen bringen sie nicht richtig auf. Die Zunge können sie nicht kontrollieren. Ich meine, einfach... Dann fragen sie mich, Galer ist süß. Sie so, nein, ist er nicht! Er sieht aus wie der Gollum aus Herr der Ringe. Gib das Ding einen Ring, dass es verschwindet. Mein Gott, was ist das für... Das habe ich nicht gesagt. Natürlich habe ich das nicht gesagt. Ich habe es gedacht, aber ich habe es nicht gesagt. Nein. Es gibt im Leben vieles, was ich nicht verstehe. Und meine Mama hat mir etwas beigebracht. Und deswegen habe ich ja mein Programm so genannt. Sie hat mir gesagt, Charles, wenn du ein gutes Leben willst, mit anderen Menschen zusammen, brauchst du Empathie. Jetzt ist es wichtig, du musst verstehen, woher ein Mensch kommt. Weil in gewissen Situationen wird die Person anders reagieren als du. Wenn du das weißt, kannst du dementsprechend richtig darauf reagieren. Empathie. Das ist für mich Geheimnis für uns alle.
Geheimnis für Helvetia Secret. Das ist Helvetia Secret für mich. Wo ich wirklich gemerkt habe, wo Empathie funktioniert, ist, wenn ich mein Velo am 6-Liter-Platz abgestellt habe. Leo, kannst du mir ein bisschen Licht geben, so Kegel, damit es dramatischer wirkt? Eines Tages, nein, Quatsch. Also, ich muss mir vorstellen, ich bin am 6-Liter-Platz hergefahren, stelle mein Velo ab, dann nehme ich den Zug zum Kollegen, weil ich bin ökologisch. Und dann bin ich zurückgekommen, das Velo wollte aufmachen und hatte den Schlüssel nicht mehr gehabt. Dann bin ich heimgegangen. Am nächsten Tag bin ich zurückgekommen und habe einen Bolzenschneider in der Hand gehabt. Ich gebe zu, ich habe nicht viel überlegt. Und ich versuche, das Velo aufzubrechen. Und klar haben wir alle komisch angeschaut. Vor allem ein Herr auf die andere Straßenseite läuft hin und her mit dem Handy, als würde ich ihn nicht sehen. Einfach wirklich. Irgendeine spreche ich ihn darauf an, sagt sie, Entschuldigung, ist etwas. Dann hat sie sich getraut, kommt zu mir und fragt mich, du, gehört das Velo? Ihr könnt hässig werden. Ihr könnt sagen, nur weil ich schwarz bin, Thema beendet. Das ist unsere Joker-Karte als Afrikaner. Nur weil ich schwarz, das funktioniert überall. Ich bekomme in der Migro gratis Kaugummi, wenn ich das mache, okay? Ich übertreibe es an der Kasse. Ich starre nachher dort und sage, ja, haben Sie Cumulus-Karte? Nur weil ich schwarz bin, will ich Cumulus-Karte? Nein, 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 Sie können den günstigen einkaufen. I have a dream. That one day every black man can buy Kaugummi without a Cumulus card. Dann mache ich Amen und drei Leute haben dran. Halleluja, es funktioniert, funktioniert. Aber an dem Tag wollte ich das nicht machen. Ich habe verstanden, warum er das macht. Ich meine, ich hätte jetzt vielleicht auch gedacht, dass ich denke, Mann, ich will nicht, dass er dass ich schlecht darauf reagiert. Und dann denkt er gleich von Leuten, die gleich ausgesehen wie ich. Und was mache ich? Zeige Empathie und reagiere mit Humor. Sag sie Entschuldigung. Haben Sie wirklich das Gefühl, ein Dunkelhäutiger würde um 3 Uhr am Nachmittag am 6. Leuteplatz versuchen, ein Velo zu klauen? Er wollte ja sagen. Ja, sie da Augen gesehen, hast du gesehen. Aber er hat sich schlecht gefühlt. Du hast es gemerkt. Dann bückt er sich und hebt die Kette. Und ich versuche, die Kette aufzubrechen. Das Bild ist unbezahlbar. Ein weißer Mann, der eine Kette hat, und ein Schwarzer, der versucht, die Kette aufzubrechen. Aber wir sind am 6-Liter-Platz. Die Polizei fährt konstant vorbei. Die fahren einmal vorbei, zweimal vorbei. Und beim dritten Mal steigen die aus. Und das kann nur in der Schweiz passieren, dass Polizisten dreimal vorbeifahren. Beim dritten Mal finden sie, hey, Pascal, gehen wir schon schauen, was da ist. Und dann steigen sie aus, laufen zu uns. Dann fragt der ein Polizist, Entschuldigung, meine Herren, gehört das Velo irgendjemandem von euch? Und ab dem Moment habe ich gemerkt, Empathie funktioniert. Weil der Herr, der mir geholfen hat, ist aufgestanden, schaut die Polizisten an und ohne zu zögern, sagt er, sie, Entschuldigung, es ist das Gefühl, ein weißer Mann, ein Schwarzer wird am 3 am Nachmittag. Also, funktioniert. Funktioniert. An dem Tag hat jeder von uns etwas mit heimgenommen. Die Polizisten ist eine schöne Erinnerung. Wieso etwas sehen sie nicht jeden Tag? Der Herr, der mich geholfen hat, denkt sehr wahrscheinlich in Zukunft, er soll nicht so viele Vorurteile gegenüber seinen Mitmenschen haben. Und ich, liebe Leute, habe ein neues Velo mit heimgenommen. Danke vielmals. Es sind der Hammer gewesen mit dir.